In einem solchen Fall müssen Notarzt Markus Bauer und das Team Delta heute das Leben einer Unschuldigen retten. Feuerwehr und Rettungsdienst, hallo? Ich habe gerade Unfall gebaut. Wer spricht denn da? Stefan. Stefan, wo bist du denn? Industriestraße. Industriestraße? Industriestraße, glaube ich, ja. Was ist denn passiert? Ich hatte einen Unfall, ich weiß nicht. Gut, Stefan, bist du verletzt? Nein, ich bin im Auto. Stefan, bleib im Auto sitzen, die Rettungskräfte sind unterwegs. Okay. Am Einsatzort in einem Industriegebiet werden die Rettungskräfte von einem chaotischen Szenario überrascht. In den Unfall sind zwei Pkw und zwei Radfahrer verwickelt. Hallo. Hallo. Was ist passiert? Alles klar hier? Ja. Ist bei Ihnen alles okay? Ja. Einmal das Lenkrad loslassen, da kommt gleich noch Hilfe. Ja, es gab einen Notruf, bei dem ein Unfall gemeldet war. Die Situation war zunächst unklar, ob jetzt eine oder mehrere Personen verletzt sein sollten. Der RTW war vor uns vor Ort, hat dann dort zunächst Autofahrer angetroffen, die unverletzt schienen. Und im weiteren Verlauf stellte sich dann heraus, dass eine Radfahrerin von einem dieser Fahrzeuge erfasst und schwer verletzt worden ist. Hier, kommen Sie. Hallo, können Sie mich hören? Gucken Sie doch mal, wir haben umgefahren mit dem Fahrrad. Laura. Hallo. Ganz ruhig, junger Mann. Für Team Delta ist sofort klar, dass die Radfahrerin in Lebensgefahr schwebt. Die bereits eingetroffenen Polizisten Paul Richter und Stefan Sindera versuchen derweil zu ermitteln, was passiert ist. Wir sind mit dem Fahrrad, haben eine Fahrradtour gemacht und wollten dann, wegen Wetter wollten wir nach Hause, ganz schnell was los. Sie haben mit dem Affenzahn lang gedüst, haben sie voll erwischt. Ich komme gerade noch ausweichen. Ja, okay. Sind Sie gerade eben? Ja, ist meine Freundin. Bei Eintreffen haben wir die Radfahrer untersucht, konnten relativ zügig eine rechtsseitige Unterschenkelfraktur offen diagnostizieren. Zudem war die Patientin etwas schockig, klagte entsprechend über Schmerzen, hatte dann augenscheinlich noch diverse Hautabschürfungen. Alles andere mussten wir dann später in der Untersuchung klären. Der Herr, der bei uns im RTW steht, das ist der Fahrer hier von den Roten. Wer hat Sie denn? Keine Vorerkrankungen. Weißt du, was er, Laura, den Wagen gefahren ist und bei dem anderen sitzt wohl noch einer drin? Ja, bei Eintreffen gestaltet sich die Situation dann doch etwas anders als eigentlich vermutet oder / gemeldet. Es waren dann doch mehr Beteiligte vor Ort. Punkt 1 haben wir Fahrradfahrer feststellen können. Eine Person lag schon versteckt oder von uns aus gesehen zumindest versteckt hinter dem Fahrzeug. Wahrscheinlich durch den Aufprall dahin geschleudert. Das war so der erste Eindruck, den wir hatten. Dann zwei weitere beteiligte Fahrzeuge. Das eine Fahrzeug stand mitten auf der Straße, Fahrer noch drinnen. Das andere Fahrzeug, Fahrer bereits ausgestiegen, war in eine Mülltonne gerast. Die Situation war also nicht das, was wir eigentlich erwartet oder beschrieben bekamen. Armbewegung, das geht auch so weit. Tut alles weh, ja? Wenn ich hier mal drücke, tut weh? Ja, das tut auch alles weh. Okay, gut, alles klar. Schnell einmal kurz auf, ne? Okay, ja. Die Radfahrerin, die wir angetroffen haben, war zum Glück noch wach und ansprechbar, konnte also Angaben machen zur Schmerzlokalisation, zur Schmerzstärke, war soweit bei Bewusstsein mit tastbarem Puls und kräftiger Atmung. Okay, der Bauch ist relativ fest. Ja. Der ist noch beteiligt. Ja, ich will einmal drauf fahren. Die beiden, ich habe das mitbekommen durch die Kollegen, die beiden sind wohl mit dem Fahrrad gewesen. Dann sind zwei Fahrzeuge vorbeigekommen. Der sitzt noch im Fahrzeug. Okay, der Kollege hat mit dem Kummer, ob der verletzt ist. Hat der gesagt, dass er verletzt ist? Nee, ne? Nee, du, ich glaube, der steht aber etwas unter Schock. Ich habe den gerade angesprochen. Ja. Ich habe gesagt, der soll erst mal so sitzen bleiben. Ne? Okay. Dann geh du, bleib du da. Hallo. Alles klar? Hallo. Unsicher, Mann. Nimm so das Lenkrad runter. Ganz ruhig. Haben Sie nicht gesehen? Das haben Sie nicht gesehen. Ich kann nicht. Ich habe zu lange gebremst. Ja, okay. Ganz mal einatmen, ausatmen. Ich hab sie erwischt. Ja, also gesagt, sie erwischt, ne? Ja. Also bei Eintreff hatten wir von vornherein zwei Fahrzeuge sofort erkennen können, die beide hochmotorisiert waren, in Anführungszeichen. Das sind Fahrzeuge, die nicht nur sehr schnell fahren können, sondern auch genau dafür hergestellt wurden. Natürlich liegt der Verdacht gerade hier in der Lage Köln relativ nahe, dass es gegebenenfalls auch den Hintergrund eines illegalen Straßenrennens gibt. Das müssen wir aber vor Ort abklären und erstmal hören, was alle Beteiligten zu sagen haben. Schönen guten Tag, Herr Lehrer. Sie waren jetzt ja auch in dem Unfall verwickelt? Ja, also was heißt verwickelt? Also ich habe gar nichts gemacht. Also ich wollte meine Freundin abholen. Ja. Und dann ist er halt vorgefahren und die Radfahrerin ist einfach auf die Straße gefahren und dann. Das Rote ist Ihr Fahrzeug. Das ist mein Fahrzeug, ja klar. Okay. Haben Sie mal dann bitte, wenn Sie soweit in Ordnung sind, soll man einen Arzt. Ja, ich bin in Ordnung, nur meine Schramme dann diesen Wagen. Der Wagen war teuer, was ist das? Das ist doch voll die Rotz, ist das, wirklich. Okay, also wenn ich das jetzt sehe, können Sie erstmal froh sein, dass Ihnen nichts passiert ist. Dann bekomme ich einen Führerschein und einen Fahrzeugschein, bitte. Schaufeltrager auch? Ja, alles. Okay, gut. Hör mal, könnt ihr den ein bisschen im Auge behalten? Also ist jetzt so vom Medizinischen her nichts. Ja, außer dass er
nur aufgeregt ist erstmal, okay? Neben der Fahrradfahrerin, die schwer verletzt wurde, stand auch der Fahrer des grünen Pkw als Patient an. Er war leicht schockig und wurde, nachdem einer der Rettungsassistenten ihn gesehen hatte, als minder verletzt oder auch nicht verletzt eingestuft, sodass wir uns primär um die Fahrradfahrerin kümmern konnten. Die Rettungskräfte müssen die Radfahrerin ganz vorsichtig stabilisieren. Durch den Aufprall könnte ihre Wirbelsäule schwer verletzt sein. Dafür sprechen auch die Schmerzen im Bauchraum. Nur eine falsche Bewegung könnte sie lähmen. Wie sieht es jetzt hier soweit aus? Sie hat einen Bruch auf dem Bein, auf der rechten Seite. Offen. Jetzt einmal ganz langsam. Soweit ist sie aber wach, ansprechbar, stabil. Konnte selber jetzt noch nichts dazu sagen. Liegt sie soweit stabilisiert, dass sie gleich bei euch im RTW mal kurz sprechen kann? Oder? Also sie hat schon so ein bisschen was zum Eindösen bekommen. Ja. Wenn das jetzt irgendwie gleich nicht funktioniert, spätestens halt im Krankenhaus. Okay, mal gucken. Machen wir das dann. Nachdem die augenscheinlichen Verletzungen soweit versorgt waren, haben wir die Dame in den Rettungswagen verbracht, dann dort weiter untersucht, da natürlich bei Verkehrsunfällen mit Autos halt Radfahrer doch einiges an Verletzungen sich zuziehen können, über diese Unterschenkelfraktur, die wir gesehen haben, hinaus. Innere Verletzungen, Verletzungen im Bauchbereich, im Thoraxbereich, Lunge etc., und natürlich Schädel-Hirntraumen. Hier hatten wir das Glück, dass die Radfahrerin einen Helm trug, der auch nicht beschädigt war. Wir haben jetzt zur Kenntnis, Herr Winter, es sind zwei Unfallbeteiligte noch mit drin. Also ne, das andere Fahrzeug, was hinter Ihnen gefahren ist, roter Pkw. Mir ist vorhin bei der Betrachtung des Fahrzeugs aufgefallen, dass Sie auf dem Armaturenbrett so eine Dashcam-Montage haben, hier vorne in der Mitte. Wollen Sie mal was dazu sagen? Oder? Steigen Sie mal aus. Hallo, Herr Winter, steigen Sie doch einfach mal aus. Ja. Okay. Ausweis können Sie zurückhaben vorerst. Führerscheinfrage läuft. Ja, hast du gesehen, ne, das Ding? Ja, wozu brauchen Sie das? So, jetzt erklären Sie mir mal, für meinen Navi. Wieso oder hier Navi? Alle Beteiligten erzählen, dass sie mit einem Affenzahn hier lang gedüst sind. Jo, ja. Hi. Machen Sie mal das Handy aus, wir sind ja gerade am Sprechen. Ja, also wegen so einer Fahrradfahrerin ist hier einfach vor meinem Wagen gefahren, also gesprungen und dann scheiß Unfall, ja, jetzt. So, würden Sie mal auflegen vielleicht? Hallo. Warum, was geht euch das denn an? Hallo, erst weiß ich nicht euch, wir waren schon am Kindergarten. Hallo! Ja, was denn? Nicht euch, Sie, zweitens. Ja, und? Wenn Sie telefonieren hier in der Lage, nehmen wir das Handy ab, Sie sollen hier eine Frage beantworten. Hier ist eine schwer verletzte Person und Sie sind unfallbeteiligt. Ja, dann soll die doch da liegen, ist mir doch scheißegal. Gut. Guck dir mal doch mein Wagen an, was ist das denn hier? Dann müssen Sie eine unterlassene Hilfeleistung drauf, ne? Arm runter. So, Handy weg jetzt. Der Kollege hat Sie gerade was gefragt. So, schon was Masse, ne? Ja, so, was erklären Sie mal den Unfallhergang, was hier passiert ist. Sie sind ja hinter mir hergefahren, was ist passiert? Ja, ganz klar, ich wollte zu meiner Freundin fahren, ich wollte die abholen. Ja, wie schnell waren Sie denn unterwegs? Ja, ich war nicht schnell unterwegs. Ja, aber da erklärt ja nicht, warum Sie in die Mülltonne gerauscht sind. Ja, ich bin zwar nicht schnell gefahren, aber ich musste trotzdem Vollbremsung machen, weil ich halt sonst in ihn reingefahren wäre. Ja, schnell ist auch. Und so muss ich auch rasant den Lenkrad wechseln. Ja, rasant schnell ist auch relativ, ne? Ja, trotzdem bin ich nicht viel 100, gefahren. 150 ist nicht schnell, ne? Ja, auf keinen Fall 150. Wie schnell waren Sie denn? Was sagen Sie denn so? Hallo? Vielleicht 50, 60, 70. Hallo. Das ist mein Bruder. Das ist Ihr Bruder? Ja. Okay. Ja, wir sind hier. Fahrradfahrerin, das ist hier der ganze Wagen ruiniert, diese Scheiße, ja. Wer sind Sie? Das ist einfach vorne. Mich wundert jetzt ein bisschen, dass hier Ihre Freundin auftaucht und da Ihr Bruder. Kennen Sie sich? Sie und Sie? Kennen Sie sich? Wo kommen Sie jetzt zufälligerweise auf einmal her? Ich stand da vorne, der sollte mich eigentlich abholen. Und Sie sollten auch Ihre Freundin hier zufälligerweise abholen. Ja. Genau. Und beide an einem Ort. Ja, was soll ich machen? Das ist ein bisschen unstimmig, unschlüssig vor allem. Denn erstens ist es unlogisch, dass hier beide Personen, die angeblich hier sehr schnell an den Unfallort herangefahren sein sollen, hier an der gleichen Ecke zwei verschiedene Personen abholen. Und obwohl die sich augenscheinlich zu kennen schienen, sagten die, untereinander hätten sie aber nichts zu tun. Und das haben wir denen nicht so ganz abgekauft, das konnte man, glaube ich, auch sehen. Die Polizeibeamten wissen, momentan boomt die Szene für illegale Autorennen. Die Anzeichen verdichten sich, dass ein solcher PS-Kampf die Unfallursache ist. Das sind beides hochmotorisierte Fahrzeuge. Ne? Sie kennen die Situation in Köln hoffentlich. Also mir ist durchaus bewusst, dass es Situationen gibt, die künstlich herbeigeführt werden. Wir nennen das ein Straßenrennen. Ich würde einmal nur nach Hause fahren. Also passen Sie mal auf. Wenn die Dame hier verstirbt, sind Sie Beschuldigte wegen fahrlässiger Tötung. Das sage ich Ihnen auch direkt. Egal wer hier was weiß, hier wird jetzt ausgepackt. Sie wollen mich gegenseitig belassen. Hey! Pass doch auf! Ganz ruhig. Was ist da? Da ist doch was. Sie? Ganz ruhig. Wir müssen reanimieren. Hey, Kollege! 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Die Patientin war zunächst kreislaufstabil, hatte von uns etwas gegen die Schmerzen und auch etwas zur Beruhigung bekommen. Darunter war sie auch spontan atmend und von allen Parametern soweit stabil.
im Wagen entwickelt sie dann diesen Herz-Kreislauf-Stillstand, sodass sie auch intubationspflichtig wurde und künstlich beatmet werden musste von uns. Zunächst mit einem Beatmungsbeutel, später dann mit einem Beatmungsgerät und einem Beatmungsschlauch. Unter laufender Reanimation, die von uns eingeleitet wurde, war es dann sehr dringlich, die Patientin unter Voranmeldung ins Krankenhaus zu fahren zur weiteren Versorgung. Aufgrund des Unfalls hat sie wahrscheinlich eine Blutung, wie auch immer, wir mussten sie jetzt reanimieren. Ja. Fahren sie jetzt aber stabil ins Krankenhaus, also wir haben den Kreislauf soweit wieder fit gekriegt. Wir drücken zwar noch ein bisschen, wir müssen jetzt mal gucken, was im Krankenhaus ist. Beruhigen Sie sich, wollen Sie noch mit uns mitfahren? Ja. Aber erstmal ganz ruhig. Geht's jetzt? Ja, es wird schon wieder, ja, okay. Dann Fahrer, setzen Sie sich, oder braucht ihr? Ihr beschissenen Wichser! Was hättet ihr denn hier in die ganze Krankenhaus zu machen? Hey, hey, mach ruhig mal, ey. Meine Freunde krepiert fast! Jetzt ist gut! Ist das klar jetzt? Letzte Ansage, sonst fahren Sie in den Knast. Verstanden? Nein, so, einmal hoch. Ja, wir hatten eine etwas eskalierende Situation dann am Rettungswagen. So wie ich das mitbekommen habe, hat die Patientin da im Rettungswagen nochmal gekrampft bzw. massive Probleme gezeigt. Der andere Fahrradfahrer scheint wohl ihr Lebensgefährte, Ehemann schrägstrich zu sein. Hier müssen wir festhalten, dass der natürlich Angst um seine Lebensgefährtin hat. Als er dann mitbekommen hat, dass die Situation hier wirklich brisant wird, ist ihm nochmal die Düse hochgegangen. Der hat sich dann dermaßen aufgeregt über diese Fahrzeugführer, weil er eben auch schon einiges beschrieben hatte, dass sie sehr, sehr schnell unterwegs waren, und hat dann versucht, aus eigenem Antrieb auf diese Herren loszugehen. Das konnten wir allerdings unterbinden. Während die Rettungskräfte von Team Delta weiter um das Leben der Radfahrerin kämpfen, wollen die Polizeioberkommissare herausfinden, ob hier wirklich ein illegales Autorennen stattgefunden hat. Er wollte mich nur abholen, ohne Scheiß. Kommen Sie ruhig mit zu mir. Ich weiß auch gar nicht, wer das ist. Er wollte mich nur abholen und ich habe keine Ahnung, auch, wie das passieren konnte. Es tut ihm auch furchtbar leid alles. Ja. Südring, ja, danke. Entschuldigung, dass ich das nicht schwöre. Ja, ist kein Problem. Ja. Pass mal auf, wenn der noch mal Faxen macht, dann sagt Bescheid. Ansonsten nehmt ihn jetzt gerade mit. Wir nehmen den mit. Hat gesagt, sie ist ganz schlecht dran. Also, okay, schwierig. Aber weißt du Bescheid. Okay, ne? Welche Klinik? Klinik. Okay, kommen wir hin. So. Hier liegt eine Frau im Sterben. Hier ist ein ganz schwerer Verkehrsunfall gerade passiert. Sie sind auch am Heulen. Ja, und ich glaube nicht, dass Sie so ein eiskalter Mensch sind, dem das jetzt alles hier am Arsch vorbeigeht. Ne? Und Sie kommen jetzt gerade da hinten aus der Richtung und kommen hier mit dem Bruder. Und da können Sie mir nicht erzählen, dass Sie sich nicht kennen. Die kennen sich, ja, die kennen sich. Sie kennen sich auch, ne? Ja. Das ist mein Freund Nico und das andere ist sein Freund Stefan. Ja, der Kollege Sidera hat mich dann darüber in Kenntnis gesetzt, was die junge Dame ihm erzählt hat. Und die gab dann tatsächlich an, dass der Hintergrund des Treffens hier ein illegales Straßenrennen war. Die waren alle miteinander bekannt und vertraut. Entscheidend, warum die hier überhaupt am Einsatzort eingetroffen sind, ist wohl der Anruf gewesen. Während unserer Lage hat einer der Beteiligten mal kurz sein Telefon ausgepackt und hat irgendwas von einem Unfall erzählt, woraufhin wir ihn dann gebeten haben, sein Telefon doch gefälligst auszumachen. Wir sind hier gerade in der Befragung. Das war der Anlass, warum sie überhaupt in Kenntnis darüber gesetzt wurden. Und die sind dann vom Zielort, also vom eigentlichen Rennziel, fußläufig hergekommen und haben sich hier über die Situation versichern wollen. Doch auf einmal droht die Lage zu eskalieren. Als einer der Autofahrer mit der Aussage seiner Freundin konfrontiert wird, rastet er völlig aus. Hey, was redest du für einen Scheiß, sag mal? Du bist du behindert oder was? Bitte. Was? Bitte. Bist du dumm oder was? Was sagst du für einen Scheiß, Mann? Du hast fast einen Mensch umgebracht. Was umgebracht, Alter? Die fährt auf die Straße und dann, Alter? Ja, aber du kannst sie doch nicht überfahren. Sei doch mal ein bisschen ruhiger. Warte mal hier, wir sind nicht fertig. Ich hab damit eh nichts zu tun. Ich fahr jetzt nach Hause. Was wollt ihr von mir? Ja, alles klar. Klar. Also entweder Sie helfen uns jetzt hier bei der Aufklärung des Unfalls, oder ich werde Ihnen hier mit Zwang androhen, ja? Ja, ist okay. Das heißt... Oh, komm mal her, Mann. Bleib mal ruhig. Also mit Ihrem was, Alter? Guck mal her. Das ist die Polizei. Ja und, wen interessiert das, Mann? Die packen dich hier gleich auf. Ja, sollen die mich schon packen, Alter? Bleib ruhig, Mann. Bleib mal ruhig. Jetzt. Für was? Bleib mal ruhig. Wir müssen das jetzt klären. Die hat das eh schon gesagt jetzt. Ist egal jetzt auch, okay? Ja, wenn sie die Scheiße labert, was soll ich denn machen? Du hast einen Menschen umgebracht wahrscheinlich. Sieh, was will ich? Hey! Sieh, was wollen wir denn? Mann! Ja, grundsätzlich müssen wir natürlich noch eine Sache wirklich erläutern, und das ist wahrscheinlich die Festnahme des jungen Mannes. Nach mehrfacher Aufforderung, den Unfallort hier nicht zu verlassen und die weitere Unfallaufnahme nicht zu blockieren, hat er trotzdem angegeben, sofort in sein Auto steigen zu wollen und jetzt fahren zu wollen. Das war nach mehrmaligem Augenkontakt zwischen mir und dem Kollegen Sindera dann auch wirklich die letzte Warnung, die wir dann geben konnten, um es auf den Punkt zu bringen. Wenn man sich dann versucht, den Maßnahmen der Polizei zu entziehen, dann endet das meistens irgendwie im Gerangel, in einer Rollerei. Und wenn alles gut läuft, von unserer Seite aus, für ihn im Dreck.
Die Fahrer der getunten Autos werden sich wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht verantworten müssen. Zudem will die Radfahrerin die beiden Raser auf Schadenersatz und Schmerzensgeld verklagen. Denn die schwerverletzte Frau hat zwar überlebt, wird jedoch wegen ihres gebrochenen Beins wochenlang nicht arbeiten können.